Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Legend of Zelda Breath of the Wild im Normalmodus. In der letzten Folge haben wir den vergessenen Tempel hinten erkundet und haben auch den einen oder anderen Krog geholt, so dass uns noch 8 Krogs übrig bleiben, die wir in diesem Gebiet zu holen haben. Und eine Schreinquest, sag ich schon, eine Nebenquest. Und zwar die hier. Meiner Meinung nach wurden den Kolosswahl der Urzeit in der Eiszeit zum Verhängnis. Ich bin überzeugt, dass die Kolosswale durch eine Vulkaneruption ausgerottet wurden. Ich denke, dass die Kolosswale wegen Wassermangel aufgrund der Dürre ausgestorben sind. Hoch, auf unserer Seite, dass wir dich nicht beachtet haben, wir erörtern, warum die Kolossalwale ausgestorben sind. Das ist die Frage, der wir im Grund gehen wollen. Leider sind diese Orte, an denen die Knochen der Kolosswale zu finden sind, für uns unerreichbar. Deswegen können wir uns nur spekulieren. Aber wir wissen zumindest ungefähr, wo die Knochen sich befinden müssten. Und zwar nördlich der Eldin, Ebra und Nordwesten der Gerudo. Du siehst aus wie jemand, der für die Gefahren des täglichen Brot ist. Kannst du nicht für uns an diesen drei Orten gehen und die Bilder der Kolosswale anfertigen? Wir sind uns gerne, würden wir in den Kopf sehen, wenn das auf dem Bild ist, ist alles in Ordnung. Wenn du uns schaffst, bekommst du 300 Rubine. Ja, klingt gut. Du weißt der Wissenschaft einen großen Dienst. Die 300 Rubine warten hier. Auf dich. Beeil dich bitte. Ja, ist gut, mache ich. Alles gut. Genau, die Kolosswale. Da haben wir ja schon ein paar gefunden. Also ein einziges Alien-Riesenfossil. Da wollte ich letztens schon ein Foto machen, aber ging halt eben noch nicht. Jetzt möchte ich hier auf diesen Berghorn anhöhen, Ding hoch. Und da oben den restlichen paar Krogs zu holen. Wie gesagt, 8 fehlen uns noch. 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 meine ich, Entschuldigung. Was ich einmal verzählt. Naja. Mit dir kannst du es gar nicht aufnehmen. Dann muss ich für dich machen. Kopf schön gespalten. Oh, ich danke dir. Gegen so einen starken Gegner hätte ich keine Chance gehabt. Ich habe nicht viel, was ich dir geben könnte, aber bitte nimm mir das hier. Jetzt hast du mich schon wieder gerettet. Bei unserer letzten Begegnung habe ich mit Kiltenmonsterladen noch immer nicht finden können. Er ist danach sie von Geistern an verschiedenen Routen auftauchen. Ich muss ihn einfach finden. Du bist das. Okay. Dann wünsche ich dir viel Glück. Ja, wir müssen nur noch hier versuchen, hier hochzukommen, irgendwie auf diesen Berg. Um dann aber auf der anderen Seite wieder runterzukommen. Damals bin ich hier über diesen Weg nach Tabanta zu Ornise gekommen. Das allererste Mal. Hier hinten ist der Hebra. Es ist also sehr, sehr kalt. War ein cooler Weg, erstmal das Spiel zu spielen und da hinten lang zu gehen. Das war schon ein mächtiges Gefühl, weil du einfach nichts wusste, was auf dich zukommt. Mittlerweile weißt du halt eben alles, finde ich ein bisschen schade. Aber es macht trotzdem noch verdammt viel Spaß. Und gerade wenn man sich die Beta mal anschaut für ein Spiel, der Spieler der Welten unterschieden. Ich meine, damals wollte für die 2014 für die Wii U Plus rauskommen. Da wurde die Switch noch gar nicht angekündigt, zumindest 2015 wurde sie glaube ich angekündigt. Und das Spiel sah so ein bisschen aus wie Twilight Princess von den Herzen her. Die hatten so dieselbe Design oben links und
Der Grafikstil war auch ein bisschen anders. So mäßig. Ah, schwer zu beschreiben. Twilight Princess, Skyward Sword und was gemixt irgendwie. Keine Ahnung. Oh, nee, ich nehme Medizin zu mir. Dachte ich, aber ich nehme einfach Feuerschwert zu mir. Hoffen wir mal, dass das Pferd nicht anbrennt. Minus 6 Grad hier oben. Das war eigentlich ein bisschen unrealistisch, muss ich ganz ehrlich zugeben. Denn minus 6 Grad hier. Ja, das Berg ist halt eben nicht hoch, meine ich. Das will damit. Der ist nicht so extrem hoch, dass der halt eben die Kälte machen könnte. Und ich sehe gerade, ich habe meine Truhe mit Dings verwechselt. Habe ich noch gar nicht. Little Ball. Doch, die haben wir schon gemacht. Wollte ich noch versuchen, mit meinem Pferd hier hinten runterzukommen. Vielleicht tue ich mein... So hier irgendwie? Keine Ahnung, mal schauen. Ja, moin, als ob du verfehlst, Link. So. Ah, da hinten schon der letzten Stelle. Uns fehlen noch ein paar Gebiete, aber das sollten wir relativ bald hinkriegen. Wie gesagt, ich schätze mal noch so ungefähr 60 Parts. Ich werde das gesamte Spiel noch fressen. Plus den Master Sword, Schwertprüfung. Oh, wieso? Das ist eine kleine Anhöhle. Da wird mir ein blöden Bein mal rüberkommen. Alter. Warum auch immer du Bug bei der hast, Link, verstehe ich gerade nicht, aber naja, du wirst es schon wissen. Ich bin ganz an der Grenze nach Hebra. Oh, da ist der Elding-Drachen. Und Vorsicht, hier irgendwo ist ein Leune. Lano Landlaufen. Trommel irgendwo. Ich muss mein Pferd aber irgendwie abstellen müssen. Der Löhne mich nicht sieht. Da vorne ist der Rock auch schon. Der hat schon was gebettet, der Leune. Da darf ich auf keinen Fall beim Bogenschießen da oben sehen. Weil dann ist aus und vorbei. Der läuft sogar in die Richtung. Nee, doch nicht. Ist sehr heikel hier vorne. Maske halt die Klappe. Ja moin, also der blöde Bogen kaputt gegangen ist jetzt.
Oh, wie ist das? Oh, fuck. Ja, mal schön blöder Kopf hier. Jetzt sind wir gerade noch mal so richtig knapp scharf vorbei. Jetzt muss ich allerdings woanders hoch wieder. Ich möchte sie aber hier hoch wieder. Um auf diese Anhöhe zu kommen. Ah, nicht runterfallen, Ding. Weil da unten ist aus und vorbei für dich. Ich glaube, so hart es klingt, ich werde diesen Leune nicht besiegen können. Leune, sag ich schon. Die restlichen Orks nicht holen können. In dieser Folge jedenfalls nicht. Klingt für mich ein bisschen unlogisch, jetzt sie alle zu holen. Es sind zwar nicht mehr vier, sondern noch sieben. Aber es fährt sich weigert, hier hoch zu rennen. Weißt du was? Du bist einfach zu nichts zu gebrauchen. Mein Motorrad wäre schon längst hier hochgefahren. Ich freue mich echt auf den Eponatus-Tempo. Stimmt, ich fällt gerade ein, diese nächste Story-Teil frisst auch noch ein paar Parts. Das war's dann endgültig mit den 60 Parts, die noch kommen. Minimum noch 100, denke ich mal. Lasst mich bitte einfach in Ruhe. Ich möchte euch nicht zu Fleisch sagen. Supi. Kann es denn bitte mal aufhören zu regnen? Ich möchte keinen Regen haben. Lecker Wüste mehr geschossen. So. Bin ich fast schon da. Ich möchte trotzdem es aufhört zu regnen. Ich will keinen Regen. Der Legend of Zelda Breath of the Wild schlägt zurück. Auch wenn der Gegner schon wieder Jahrhunderte gefühlt alt ist. Ist einfach so. Supi. Hier lang muss ich. Genau. Immer schön der Krognase entlang. Ich bin gespannt, wenn wir die Ruine machen können. Ich denke mal nächste Folge oder so. Ich möchte an diesen Krog holen. Danach können wir auch schon zur Ruine vorgehen. Der Krug ist relativ nah dran, der ist da vorne ja gleich. Schwertling habe ich verdammt lange schon nicht mehr gesehen, gefunden. Wieder so ein blöder Krogradteil. Oh oh, Schleim. Diese blöden Bögen.
Schön. Oh, Alter. Man hat nämlich gerade fast aggressiv gemacht, ey. Kleiner blöder Krok, ey. Ob es im Labyrinth hier noch Pfeile sind. Bögen. Das wäre sehr schön. Die Doibran-Ruinen. Und jetzt sind wir schon bei den Doibran-Ruinen. Okay, Subi. Wer in dunklen Ruinen weilt, bekommt eine Prüfung zugeteilt. Durchquer diese Finsternis, dann sei dir auch ein Schrein gewiss. Nicht eine Fackel. Die Fackel würde ich gerne an mich nehmen. Denn ja, mit der Fackel kann ich fackeln. Aber kein Boden anzünden. Schade, finde ich ein bisschen blöd. Okay. Ich würde sagen, das hier war ein bisschen falsch, der Wege gerade. Da. Okay. Ich mag schon die dunklen Ruinen, ich mag das übelst. Ich weiß nicht wieso, ich finde es total entspannend. Okay, ich höre schon fast den Endboss des Schreins. Hä? Wie? Schimmel kommt nicht, ja, und das sind so, ich schimmel jetzt gerade. Genau. Jo. Genau, perfekt. Der Wort ist der Hinox, nämlich. Ja, es die Schreinkugel gibt. Das ist ja schnell, Punch. Statten gegangen. Ich weiß, wie lange du hier schon rumlegst und rumgammelst. Also, auf geht es. Rüsten wir uns mit einem Masterwort aus oder sowas? Nehmen einen starken Bogen, nehmen Bombenpfeile oder. Hä, mein Krog-Ding ist gar nicht da. Ja, war schön hier mit. Bombenpfeil Vorarbeit gemacht. So easy. Jawohl, ein Ritterschwert und Ritterbögen. Ihr könnt mich mal. Röstschleischnecke, eine in der Schale geröstete Schleischnecke. Das Fleisch ist zwar leicht zäh, doch dadurch finde ich weniger schmackhaft. Oh, da ist die Kugel. Ich habe schon gedacht, wo ist die Kugel hin?
Aber da vorne ist der Schreinsockel. Und damit ist es den Städten Ruin sehr schnell abgearbeitet. So, da vorne sind auch schon die Fackeln, die den Schrein markieren. Und ich sehe, ein Ausdauer ist gerade weggegangen. Subi. Ach, Gott sei Dank ist hier jetzt wenigstens Licht. Und ich frage mich echt, wo das Licht herkommt. Ich denke, weil die Schreine in der extra Welt geladen werden, nicht in der normalen Oberwelt. So, die Döbranruin haben wir erledigt. Ich muss jetzt halt bloß noch raus hier aus dem Döbranruin, aber das schneide ich raus. Extrem verlaufen. Ich habe totalen Orientierungssinn verloren. Die Ruinen waren ja hier, aber ich habe die ganze Zeit gemeint, ich bin von hier gekommen, obwohl das gar nicht sein kann. Da habe ich die ganze Zeit hinten alles abgesucht, eine Viertelstunde lang. Habe dann mal noch so einen Schrein interpretiert, habe dann nochmal eine Runde überlegt, wo ich hergekommen bin. Dabei ist das hier, bin ich hierher gekommen. Alter, das war gerade übelst anstrengend. Ich finde es bestimmt gemacht, dass man hier irgendwie nicht so richtig schön rein kann und dass dann so nach und nach dunkel wird, sondern dass es so richtig Schlag auf Schlag dunkel wird. Das mag ich nicht so. Das hätten sie echt ein bisschen schöner lösen können. Ohne Cut, ohne, ja, Ladeszene. Wie Nacht auf Tag ungefähr, bloß ein bisschen schneller. Naja, egal. Schlussendlich habe ich den Schrein geschafft und das ganze Labyrinth auch. Okay, jetzt muss ich aber noch gucken, wie ich da zum Grog hinkomme. Da vorne irgendwo. Klammer auf der Säule drauf, oder? Jo. Ich plane mal noch so ein Part ein. Einfach nur erkunden des gesamten Areals hier. Also den restlichen paar Crocs zu holen, dann das Elden-Fossil hier mal zu fotografieren. Und danach können wir schon in dieses Gebiet hier reinstechen. Das Gebiet uns holen. Das wäre der Plan für die nächsten Folge. Und so weitermachen, wie es gerade bis jetzt eben passiert ist. Ja, moin, zwei Leute hier. Kommt denn noch ein dritter oder was? Keine Ahnung. Also viel wird auch das Waldgebiet hier unten fressen an Crocs, denke ich mal. Die beiden Gebiete werden sehr viel Crocs und Zeit fressen. Rudo geht so, das Rudo-Ebene geht auch so, dass die beiden mit einfach sein, denke ich mal. Hebra geht auch so. Oder denke, wir haben noch was zu tun ordentlich. So schön werden die Parts nicht alle, gell? Okay, da vorne ist noch
Was sind noch ein paar Groggies? Und während der gesamten Reise habe ich mal versucht, oder bis jetzigen Reise durch Hyrule, habe ich mal versucht, so ein paar Orte wiederzuerkennen aus Hyrule Warriors Zeit der Verheerung. Muss ich ganz ehrlich zugeben, ich habe nicht so viel wiedererkannt. Also gerade der gute schon die Titanen Schauplätze hier. Also das war ja echt komisch, dass wir rund im Kala sehen waren, wo die Titanen lang oder Baruta lang gehen konnte. Hier. Entweder waren wir vorher im Warriors alles überflutet hier oder so. Weil Tatsache habe ich nicht viele Orte wiedererkannt. Jetzt bin ich in die Fledermaus, die mich verfolgt. Ah, nee. Nee, hau ab. Ja, mit der Fackel. Ja, moin. Au. Beim Grog-Rätsel lösen haben. Habt ihr verstanden? Ruhe. Ach. Oh. Ich sag was, ich hole die Fackeln mal weg hier. Und hol mir diese Mobkeule zu mir. Na, ich weiß nicht, allerdings nicht, wieso dieser Grog hier nicht kommt, obwohl ich's. Ah, hier habe ich nicht reinprobiert. Oder? Nein! Da habe ich auch Zimmer reingegorkt mit meinen Dings. Magnetmodulteil. So, dann fehlen noch drei Crocs des ganzen Gebietes hier. Drei Stück. Ja, meine Freunde, wenn euch gefallen der Part, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal gerne, würde mich sehr freuen, denn das unterstützt mich. Und das ist alles kostenlos. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und ciao.